Gut, funktioniert. Jo. Ich bin zurück, obwohl ich noch nicht ganz so weit bin, wie ich dachte. Warum? Sehen wir hier unten, ne? Da unten ist was Neues gespawnt hier. Deswegen sind die Türme hier gerade richtig, werden die gerade richtig bespaßt. Ich hoffe, die packen das, ohne dass der draußen kaputt geht. Müsste aber eigentlich klappen. Hier ist noch Thorium. Hier Volit wäre interessant. Jede Menge Thorium. Mit der Zeit würde ich es mir vielleicht holen. Na, die haben auf jeden Fall gerade Spaß. Wir fahren mal runter. Aber ich denke, es passt. Muss jetzt nur noch Munition vielleicht auffüllen. Boah! Und möglichst nicht gegen mein Haus fahren. Jetzt hat nur noch ein Turm was zu tun. Die anderen sind anscheinend alle hinterhergekommen. Jetzt machen wir mein Haus wieder kaputt. Ganz mal nicht. Mein Fabrikgebäude. Ich fange schon wieder heftig und sage Häuser. Es sind Fabrikgebäude. Gut, ich meine, per Definition wäre es auch ein Haus, aber nö, irgendwie nicht. So, wo war denn jetzt der Punkt? Oh! Zerstört. Bis jetzt nur beschädigt, aber kann sein, dass er zerstört wird. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Deswegen habe ich den da hingestellt, um vor sowas gewarnt zu werden. Ich müsste also hinter meine Kohle fahren jetzt. Okay. Zerstört. Okay. Jetzt ist nur die Frage, was jetzt passiert. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir doch mal hinfahren. Ich meine, der eine Turm ist mir scheißegal. Ich habe genug. Nur muss ich jetzt hinfahren und muss den Aliens, die da eventuell noch wohnen, ich bin falsch gefahren, ich Idiot, was erzählen. Ich weiß jetzt nicht, ob die raufkommen überhaupt. Wahrscheinlich ist der Turm zerstört worden, weil der zu nah... Was ist denn jetzt? Bitte nicht abspacken. Wahrscheinlich ist der Turm zerstört worden, weil er zu nah am Nest war oder so. Hier habe ich mir schon mal eine erste Produktion aufgebaut. Das können wir uns schnell mal anschauen. Der Turm ist sowieso zerstört. Hier werden Pellets produziert, Koks-Pellets. Eine zweite Produktion. Leider frisst es natürlich auch ein bisschen mehr Strom jetzt, aber egal. Hier wird Koks selber produziert. Jetzt heißt Carbon. Carbon, so rum. Koks wird ja hier gemacht. Also die Liquifier eben Mark II jetzt, Verflüssiger hier unten. Das habe ich unmöglich angeschlossen, aber es funktioniert. Bisschen Landfill genutzt, um die unterzubringen. So. Ein Stück weiter hinten wäre jetzt ja auch mein Zeug, aber jetzt muss ich mal kurz gucken, was mit dem Turm da war. Ey, was ist denn jetzt? Sag mal, wie weit unten ist denn das? Eieiei. Wie ich Bäume hasse. Ach so. Ganz intelligent. Hier komme ich gar nicht durch. Ach, geht mir halt nicht auf den Keks. Blöden Bäume. Weiter. Ich will da rüber. Nicht mich tausendmal von Bäumen aufhalten lassen, ey. Oh, das gibt's ja nicht. Ich muss ganz außen rum, oder was? Ja, tatsächlich. Was ein Bullshit, ey. So, Munition der Türme kontrollieren. Ja, 100 geht noch. Aber könnte besser sein, also komm. So, dass du wieder über 200 hast. Genau, so du. Wir können jetzt mal langsam mal die Billigmunition wegballern, weil ich habe jetzt über 14.000 von dieser Krakon-Munition, also passt schon. Oh, der hat aber fast gar nichts mehr. So. Ja, Autosave, klar. Da war der zerstörte Turm. Den können wir einfach mal wegmachen. Ist nur die Frage, was lebt denn da noch, dass der sogar zerstört wurde? Das Nest lebt doch gar nicht mehr. Warum? Der hat es ganz knapp nicht geschafft, so eine Scheiße. Ja, ich werde mir da aber wieder einen hinstellen, zur Sicherheit. Ach nee, Moment, das ist ein anderes Nest. Na, was ist denn jetzt? Mein Gott, ey. Factorio, du gehst mir auf den Keks, ehrlich. Ein Spiel, was sinnlos Ressourcenfrist. Ist überhaupt nicht nötig. Ja, hier unten ist auch nichts. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum der Turm gestorben ist. Ja, gestorben vor allem, ne? Egal.
sammeln wir noch auf. Hier ist was zerstört worden sogar. Oh! Das sind übrigens Giftbeißer. Ne? Die machen Giftschaden. Hier haben wir explosive Beißer. Also die ätzende Beißer. Hier sind wir beim Naturgewaltenbeißernest. Ne? Und das sind die, die auch andere Dinger dann rauslassen. Naja, gut. Und die haben wohl anscheinend meinen Turm zerstört, weil ich glaube, die kannte ich noch nicht. Ich kannte die da unten, aber die noch nicht. Dann kam da wahrscheinlich einfach jetzt zu viel an und dann ist er gestorben. Gestorben? Ich bin so doof. Zerstört worden natürlich. Ihr wisst, was ich meine. Ah, doof. Okay, uns hat es ein paar weitere Artefakte gebracht. Wir stellen hier wieder einen Sicherungsturm auf, der sich sofort nach unten dreht. Okay, dann drehen wir da noch einen rauf. Warum nicht? So, jetzt könnt ihr zu zweit feuern und wenn dann von unten was kommt, kriegt ihr noch Unterstützung von denen da. Hoffe ich doch. Machen wir mal normal, ohne Yooki. Machen wir die Munition weg. Oh ja, oh. Die sind einfach zu stark. Die sind einfach zu stark. Gib mir gescheite Türme. Mit gescheiter Munition, bitte. Holla, die Waldfee gehen die ab. Wer wurde denn jetzt noch zerstört? Das ist der Alarm für dieselben gewesen. Okay, in der Mordlin hat es jetzt kaputt gemacht. Sieht so aus. War es das jetzt? Dreht er sich? Nee, der dreht sich jetzt nicht. Okay, anscheinend war es das. Meine Fresse, ey. Das Problem an der Sache, dass was nicht schön ist, ist natürlich, dass ich die Munition auch verloren habe. Das ist natürlich scheiße. Die in den Türmen war, ne? Naja, gut. Ich hätte ein bisschen aufpassen können. Hat ihr den Nester zerstört noch? Ja. Das haben sie geschafft. Und dann die anrückende Truppe haben wir nicht mehr geschafft. Geil. Hammerhart, ey. Okay, es ist wieder Verstärkung da. Es geht mir einfach darum, den Mordlin habe ich wieder abgebaut. Es geht mir bei dem Turm darum, dass ich wissen will, wenn was passiert. Deswegen stehen da teilweise so exponierte Türme. Wegen nichts anderem. Weil dann kann ich notfalls noch was reparieren, dass ich ein zurückliegendes Safe lade und da schnell hingehe oder so. Ne? Deswegen bleibt der jetzt da stehen. Viel Spaß. Der braucht auch keinen Schutz oder irgendwas. Das ist total egal. Der soll mir nur sagen, wenn hier was ankommt. Gut. Los geht's. So, was hatte ich jetzt vor? Worum ging es überhaupt? Weitermachen. Alter Schwede, ey. Da ging was ab. Hier. Die sind bis hier hingekommen. Puh. Haben die mir die Türme zerstört? Nee, wenn sie mir auch mal beschädigt hätten, hätte ich eine Mitteilung gekriegt. 185, ja, das ist ja noch okay. Komm, das passt schon. Einsteigen. So, jetzt müssen wir Strommasten legen. Erstmal. Sonst kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Erstmal müssen wir wieder durch den Wald fahren. Nervig. Vielleicht laufe ich auch. Ja, ich glaube, das ist mir dann auf dem Rückweg zu lang. Also laufen wir nicht. So. Ich hätte mir ja noch ein paar mehr große Masten mitnehmen können, ich Nasenbär. Jetzt weiß ich, was ich noch vorhatte. Naja, jetzt nicht mehr. Das mache ich vielleicht doch zu Fuß. Dass sie das schnell durch den Wald bringen. Den Strom. Na, einmal ans andere Ende fahren. Das, ich glaube, das kriegt man hin. Ja, passt schon. Einsteigen bitte. Ach, ich kann sogar. Oh, cool. Ich kann bauen aus dem Auto raus. Wenn ich nicht hängen bleibe. Oh mein Gott. Ich und meine Fahrkünste in Factorio.
Also ich meine, LKW fahren, hier ETS oder so, oh, oder auch Realauto fahren kann ich besser, aber das ist ja... Ich habe GTA, das erste oder zweite und Need for Speed schon nie gemocht. Weil ich es auch immer verkackt habe. Geil. Gemocht habe ich es an sich schon. GTA war cool. Aber ich habe es halt nicht geschafft. So, wie weit sind wir denn? Noch nicht sehr weit. Wir müssen noch viel, viel weiter. Na, holla, hoffentlich reichen die Strommasten. Och Mensch, jetzt wird's. Drecksbäume überall, ey. Ja, super. Mache mir gleich noch meinen eigenen Strommast kaputt. Super Idee. Vielleicht soll ich doch besser laufen. Ja, passt schon. So hat es jeweils keinen Kontakt, also ist das das Geradeste. Alles gut. Ich muss über das Steratitfeld hinaus. Ich habe schon ein bisschen was grob vorbereitet, aber noch nicht so richtig. Fällt mir was ein, ich habe ja auch viel zu wenig Greifis. Naja, muss ich mir dann auch noch holen, wieder aufstocken. Ach so, ich brauche ja, nee, vergiss es, ich brauche andere, ich brauche ja noch die viel mehr von den Filtergreifis und so. Vergessen wir das. Ich muss zurück. In der Folge gibt es noch nicht das, was ich wollte. Können wir vergessen. Aber wir können ja zumindest schon mal den Strom vor die Haustür legen, so ungefähr. Also jetzt nicht unbedingt vor das Factory 7 Gebäude, sondern sprichwörtlich vor die Haustür. Das können wir ja machen. So, und da sehen wir ja, wo wir schon sind. Hoppala, mal stehen bleiben. So, und dahin. Und dann haben wir sogar noch ein paar Strommasten. So. Und dann holen wir uns jetzt den Rest. Möglichst nicht gegen die Strommasten fahren. Ja, nee, ist klar. Okay. Ja, und da muss ich demnächst wahrscheinlich wirklich anfangen, vernünftige Mauern zu bauen. Ein paar Krakon-Mauern habe ich ja schon. Oh. Danke. Und ein paar, gehärtete Stahlmauern. Ach, leck mich doch am Arsch, du Dreckswald. Ein paar gehärtete Steinmauern habe ich auch schon. Oder Stahlmauern sind es ja. Autofahren in Factorio mag ich gar nicht.
Aber Panzer ist natürlich noch blöder, weil ja, du kannst zwar was austeilen und kannst richtig was machen, aber der ist ja total lahm. Da laufe ich ja schneller. Zumindest mit Exoskelett. Was ich ja jetzt gelesen habe, die sind sogar stackable. Das gefällt mir natürlich. Muss ich feststellen. Hier ist dann die Idee gewesen, eine zweite Yooki-Kohleproduktion aufzubauen. Also die Kohlestapel. Aber erst wenn ich sicher bin, dass das von oben jetzt erstmal klappt und dass ich hier eine kleine Reserve erstmal habe hier von den anderen Scheißen. Oh, 1,5, das wird schon. Es wird schon. Hier ist aber 7,7, das ist okay. Es wird. Weil mein AKW saugt mich ganz schön leer. Aber es gibt ja auch den besten Output, ne? Das muss man auch sagen. Es saugt mich halt vom Carbon leer, weil ich ja. Das ist eigentlich auch idiotisch, das sollte ich auch mal ändern. Ich habe ja hier Carbon oder wie steht hier drin? Kohlenstoff. Ja, mache ich ja hier rein in die zwei Dampfüberhitzer. Das ist natürlich eigentlich Quatsch. Da sollte ich was Besseres reinmachen. Das hier verbraucht nicht so super viel, das geht. Da komme ich hinterher. Meine Maschine stellt mir mehr her, als ich verbrauche. Ach, ich bin andersrum gefahren, sag's doch gleich. Wie ich diese Scheiße hasse. Komme ich da durch, ohne mir alles zu zerstören? Ja, wenn ich genau glotz. So, ein paar mehr Akkus wäre natürlich auch eine Idee. Dann kommt man auch leichter durch die Nacht. Und hat eben auch einen höheren Output. Und halt die besseren Stromfabriken. Aber die brauchen auch mehr Yooki-Materialien. Und teilweise auch einfach mehr normale Materialien. Von daher wird ein bisschen witzig. So, habe ich jetzt noch Erzbrecher? Ja. Daraus machen wir jetzt gleich noch Erzbrecher 2. Bisschen ja besser. Schneller. Lehm? Habe ich Lehmziegel? Noch irgendwie? Ja, aber nur 5,3. Also hole ich mir davon ein paar erstmal. Okay, gut. Hol mal Lehmziegel, hol mal Bänder. Bänder brauche ich auch, stimmt. Bänder und wir holen auch vor allem Greifis. Da oben klappt es aber mittlerweile auch wieder. Der hat die Kohle wieder aufgestapelt. Können wir gleich mal kurz vorbeifahren, können Sie das anschauen. Das sind ja eher auch die Lehmziegel. Ungefähr. Ah, hier stapelt sich die Kohle wieder. Vorhin war es eben so schlimm. Da hat er hier so dermaßen produziert für die Kraftwerke. Da hat es hier gesaugt, hat da oben gesaugt. Hat hier gesaugt, was jetzt wieder voll ist. Wenn ich jetzt natürlich wieder ansaug. Egal, gib mir eins. Aber was das Schlimme eigentlich auch war, dass eben alle Kraftwerke komplett leer waren und die hier oben ja auch noch angesaugt haben. Ne? Also kam halt nichts übrig an Kohle. Blieb nichts übrig. So, mittlerweile ist wieder okay. Ja, die haben sogar noch die Alien-Brennstoffzellen drin. Der auch? Cool. Tja, sogar auch 3 Stück. Ja, also haben sie jetzt auf jeden Fall sicher wieder Kohle. Das passt. Jetzt klappt es auch und hier stapelt sich's. Die Kohle stapelt sich. Die liegen jetzt bis ganz oben. Gut. Immer wieder mal kommen ein paar Tekanik-Signs durch. Die schnappe ich mir dann halt mit dem. Ich glaube, über den raus kommt nichts. Außerdem, Moment, hier steht noch irgendwo einer. Ja, genau. Der könnte auch noch weggreifen. Kein Problem. So. Holz habe ich definitiv zu viel. Gucken wir auch gleich nochmal vorbei. Vor allem bei der Kunststoffproduktion habe ich auch nochmal als Abfallprodukt, also Abfall in Dreck jetzt, ne, in Anführungsstrichen, habe ich auch nochmal Holz. Ach ja, hier haben wir die Lehmziegel. Ja, weißt du was, dann starten wir diese Produktion jetzt wieder. Ja, hier sind 6,4K, das sind 16. Nee, komm, mach du mal. Wieder weiter. So, was brauchst du denn jetzt? Du brauchst jetzt den Scheißtag. Ist das in Ordnung, wenn du das alles nimmst? Ja. Ja, es geht schon. Ach ja, und er braucht außerdem, genau. Er braucht eben außerdem den Kalk. Ja, das macht aber nichts. Das ist eigentlich sogar gut. Dann kann der ja weiter produzieren irgendwann. Ja, jetzt hat er hier, nimmt er von den 19. Ja, egal, wurscht. So, gut. Du führst es raus. Dann kann ich mir dann ein paar Ziegel gleich holen. So, dann eben, also als Abfallprodukt in Anführungsstrichen, ne, kriege ich ja beim Kunststoffproduktion, bei der biologischen hier, Holz raus. Oh, das steht übrigens. Das heißt, hier ist schon wieder was zu voll. Heizöl. Jetzt ist die Frage. Ich kann mir Chemie aus ein Festbrennstoff mit Koks und Heizöl machen. Wäre ja möglich.
wäre natürlich auch eine coole Möglichkeit. Später, jetzt nicht unbedingt. Ich kann mir einen Festbrennstoff aus Naphtha machen. Oder aus Methan. Methan ist blöd, weil das brauche ich selber. Aus Grundöl, aus mineralischem Grundöl geht nicht. Ja, das ist das, was ganz unten ist. Das ist Schweröl. Das kann man halt nicht verfeuern, ne? Ja, doch, im Schiff. Aber das simuliert ja Factorio nicht. Gut, also das könnte ich machen. Da könnte ich das Zeug verarbeiten. Und im Moment, naja, verbrennen wir es halt einfach. Was soll's. Gib her. Einfach abfackeln. Butan ist auch relativ voll. Können wir hier auch gleich nochmal anschließen. Schadet bestimmt nichts. Ja, da ist gar nicht so viel drin. Da kannst du wieder wegnehmen. Butan ist leer. Ethanol ist leer. So, jetzt machst du Heizöl weiter. Dann kriegt hier wieder was rein. Synthesegas ist noch zu viel. Das kannst du mir noch... Das kann ich übrigens... Da gibt es auch später eine Forschung, mit der ich das noch verbessern kann. So, was wir jetzt noch machen, ist die Yooki hier. Diese Advanced Inserters. Dann kommen wir nämlich mal jetzt zu Modulen. Das wird auch noch ein Spaß. Das müssen wir auch noch aufbauen. Weiß nicht, ob ich erst Yooki mache oder erst Module. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, ich mache erst das Yooki-Zeug weiter, dass ich an mehr Eisen komme. Wie ich im letzten Part ja auch schon gesagt habe, ne? So, jetzt kommt hier auch wieder Aceton rein und dann kann er weitermachen. Ja, und dann nimmt er das nämlich auch, weil das hat sich ja voll gestapelt. Krasser Scheiß. Es stapelt sich immer noch. Willst du mich verarschen? Ah, jetzt nimmt er erstmal hier von der Seite erst weg. Aha. Ja, fetzt. Da ist genug Kunststoff drin, flüssig. Das können wir also gleich mal voll anschließen. Schön. Brauchst du nicht mehr verbrennen. Das Heizöl brauchst du jetzt auch nicht unbedingt komplett verbrennen. So. Ja, dann scherzeshalber schließen wir doch mal, während ich hier weiter rumblödel, das Kunststoff an. So. Viel Spaß. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Das bedeutet, ich habe gleich wieder einen erhöhten Verbrauch. Weil ja also einen erhöhten Verbrauch an Kohle, weil ja die Dinger weg sind, die... Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Die Solarfarmen, ne? Also die, ne? Ja, die fallen ja weg dann. So, was geht hier oben? Na, noch genug Eisen drin. Hier sogar ein K. Warum ist hier ein K drin? Das verstehe ich ja gar nicht. Motoren werden noch produziert ein bisschen. Ist auch ganz nett. Ein paar Elektromotoren habe ich mir noch hergestellt. Ein paar ist gut. Ich hatte jetzt gerade so 500 oder so. Ich habe mir die Hälfte davon genommen. Hier sind es immer noch nur 1,6. Ist noch nicht weiter gestiegen. Boah. Ist halt auch nur eine Fabrik. Gucken wir mal, wie viel der unten noch hat. Wie viele Rohre. Wenn da noch relativ hoher Stack übrig ist, dann ja, warten wir da vielleicht. Stapelt sich das eigentlich langsam wieder? Ja, es geht so. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, weil ich habe hier überall angezerrt. Vor allem habe ich mir sehr viel genommen von den grundlegende Platinen, weil die brauche ich nämlich dann, um Reparaturkits zu machen. Und Reparaturkits brauche ich, um mir die Durotal-Reparatursets zu machen. Und die brauche ich eben, um Moment, was war's? Wo ist es? Was bei Engines? Nee, was bei Energy? Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo war jetzt das Maintenance-Zeug? Da! Multifunctional Toolhead. Den Broken wieder repariert. Dafür brauche ich ein Durotal-Reparaturset, ja? Darum ging's. So, jetzt haben wir es wieder. So, was geht hier? Du hast immer noch 8,3. Weißt du was? Mach noch weiter Motoren. Warum denn nicht? So, der ist hier gleich fertig. Schön. Der zieht hier noch richtig... Ach du Scheiße, ich bin ein Idiot. Ich habe schon wieder mal vergessen, dass ich die ganze Zeit hier am Wegzerren bin. Sehr gut. Habe ich gut gemacht. Oh Mann. Ja, ich wollte davon ein paar haben, weil ich wollte mir jetzt mehr Elektronikmontagemaschinen 2 machen, um mir dann nämlich mal die Elektronik, die irgendwo zu langsam ankommt, wie zum Beispiel die ersten Schaltungen oder was, zu beschleunigen, indem ich da die 2er-Montagemaschinen ranmache. Mann, was mache ich, Idiot, wieder? Ich lasse das wieder leerlaufen. Ganze Zeit. Bist du ein Honk, ey, echt.
Gut, erweiterte Schaltungen habe ich genug. Stahl, naja gut, was soll's. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mach mal. Gut. Davon haben wir auch... davon haben wir auch genug. Toll. Alter, ach so, ich habe schon so viel da drin. Ja, okay, ich weiß. Ja, die nächste Forschung wäre Modulforschung. Weiß ich jetzt nicht. Machen wir erstmal das hier, Wärmetauschung und so Scherze. Oder machen wir das noch nicht? Weiß ich auch noch nicht. Puh, das wird jetzt lustig. Die nächsten Schmelzsachen. Nee, wir machen erstmal... Nee. Wir stellen erstmal sicher, dass wir hier weiterkommen. So, verbrauche ich jetzt sowieso. Also ist egal, ob wir jetzt über 1K kommen. Ach, kommen wir eh nicht. So, ich brauche mehr filternde Arme und mehr lange filternde Arme. Und zwar noch einige. So, das heißt, für lange filternde brauche ich lange und filternde. Genau, also brauche ich mehr lange Arme. Ich habe noch keine lange Armproduktion, keine Filterarmproduktion. Müsste ich ja nicht auch noch ändern. Oder keine schnelle Armproduktion erstmal, zuallererst. Müsste ich auch nochmal machen. Oh Mann. Naja. Also, Greifis, Schaltungen habe ich ja genug, glaube ich, ja. Und Eisenplatten. Eisenplatten habe ich sowieso genug. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Könntest du hier gleich noch welche nehmen? Lange brauchen wir dann noch, haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Schöne ist, dank Bob gibt es halt hier auch Long, oder dank Long Inserter kann es sein, gibt es lange filternde. Nee, warte mal, es gibt noch andere. Es gibt lange befeuerte. Genau. Und es gibt auch filternde befeuernde, soweit ich weiß. Gab es auch irgendwo. Nicht? Es gab doch filternde befeuernde. Oder habe ich den rausgenommen? Komische. Naja, geil. Was soll's. Gut. Das war der Spaß. Bänder brauchen, haben wir gesagt. Auch wenn die gerade für die Wissenschaft draufgehen. Ja, ich brauche mehr Bänder. Weil das muss ja jetzt sonst wohin. Habe ich unterirdische noch? Ja, aber nicht so viel. Können wir uns gleich noch welche schnappen. So. Okay, haben wir das. So, die anderen Sachen habe ich alle. Faktor-Sieber-Gebäude wäre nicht schlecht, noch ein paar. Dafür bräuchte ich Stein, Kupfer und Eisen. Ich glaube, das habe ich alles. Ich habe nur 10k Stein, das können wir gleich ändern. Ja, den Rest habe ich genug. Was soll's? Habe ich, oder? Ja. 2, 3, 4, 5. So, mach davon noch mal ein paar, auch wenn das mein Inventar wieder voll müllt. Egal. So. Ach ja, ich wollte ja eigentlich, habe ich gesagt, bei der sogenannten Abfallproduktion von Holz, ne? Deswegen ist mir aufgefallen, dass ich hier viel zu viel Kunststoff habe. Och, oh, jetzt habe ich es aber leer. Oh, du Scheiße, jetzt habe ich es aber ansaugen lassen. Die ganze Zeit habe ich das gemacht. Naja, gut, jetzt sind die dafür voll. Das ist auch was. Ich will doch eigentlich immer 100 drin behalten. Ach, du Scheiße, jetzt haben sie leer gesaugt. Ja, gut. Dafür ist jetzt Reserve drin. Ist auch was wert. So, und zwar, hier oben, wenn der das produziert, führe ich ja das Holz einfach nur in eine Kiste. Und es wird auch schon wieder richtig voll sein, ja. Nehme ich mir gleich nochmal welches mit. Kann ich gebrauchen. Kompostproduktion oder dann eben unten in meiner... So, du hast hier ein bisschen was gemacht. Ach so, du hast keinen Abnehmer, das macht nichts. Ich nehme es dir ab. So. Stopp. Stopp. So, die kann man da reinführen. So, dann hört ihr nämlich jetzt auch alle auf. Okay. So, dann machen wir hier noch voll. Ach so, das wird ja eh noch nichts. So, jetzt. Okay. Ich habe genug davon. Warum wollte ich jetzt überhaupt die blöden... ach so, ich weiß warum. Wir waren bei der Raffination, ne? Deswegen wollte ich so viel von den Lehmziegeln haben. Erzbrecher habe ich, Stahl habe ich sowieso. 1, 2, 3, 4, 5. Na. 5. Okay, jetzt hast du 25 in Auftrag, oder? 1, 2, 3, 4. Ja, passt. Okay.
So, dann habe ich jetzt gesagt, ich brauche die schnellen und so weiter. Die macht er mir gerade. Dann macht er mir die langen. Und dann kann ich lange filternde mehr machen. Filternde hätte ich sogar genug, aber lange filternde eher nicht. Glaube ich. So. Hier sieht's gut aus, ne? Hier räumen wir eh noch da alle rein. Da kommt ja gar nichts mehr an. Was man machen könnte, wäre mehr Stein. Wo war Stein? Ach so, oberhalb vom Kupfer. Wir könnten uns mal mehr Stein herstellen. Bitte schön, macht was draus. So, ihr habt hier über 300. Ihr habt hier 200 noch was. So, ihr gebt mir einfach mal wegen was. So. Oh, ist aber trotzdem nicht so viel. Na egal, reicht ja vollkommen. Fisch, den habe ich mir schon mitgenommen, weil ich da eben weitermachen wollte bei der Agronomie, dass ich eben hier mir die Fischfarm herstellen kann. So. Hier ist schon wieder nichts. Uni kommt. Die Produktion geht schnell, ja? Ah, es dauert nur 2 Sekunden. Wenn der versorgt ist, geht es ratzfatz. Und der macht mir hier schon mal das erste Uranerz. Oh, das steckt höher als 20k. Okay. Gut. So, also da drüben haben wir ja gesehen. Was haben wir heute gesehen? Wir haben gesehen, ich habe doch aufs Maul gekriegt hier unten. Egal, ich verzichte auf die Türme. Die paar, die mir da zerstört wurden. Mein Gott, ey, man muss auch mal ein bisschen mit was Verlusten leben. Egal. Die Munition ist mir eigentlich ganz recht, dass wegkommt, weil dann kann ich die vernünftige nehmen. Die Krakon oder die Panzerbrechende oder egal was. Dann habe ich hier mir eben hergestellt eine weitere Produktion für Koks-Pellets und Carbon oder Kohlenstoff, wie es jetzt heißt in der deutschen Übersetzung. Hier soll hergestellt werden eine Jooki-Kohlestapelproduktion. Das soll dann die Kraftwerke befeuern. Das hier ist einfach als zusätzliche Brennstoff gedacht. Deswegen einfach mal eine Brennstoffproduktion. So, dann haben wir Strom rübergelegt, nachdem wir die Aliens abgewehrt haben. Der Strom liegt jetzt an, hier an der Mine von Saphirit-Erz. Da oben habe ich mir schon Wasser reingelegt. Da soll es dann gereinigt werden, mit gereinigtem Wasser und dem Ding dann die Klumpen hergestellt werden. Und hier wird es eben einfach erstmal gekrascht. Na, und dann kommt das Zeug hoch, das Gekraschte, da wird Klumpen hergestellt. Und da führe ich die Klumpen, wie sie sind, einfach hier rüber. Blub, trenne die hier erst irgendwo. Bringe dann das, was ich nicht mit Jooki verarbeiten kann, erstmal in Kisten unter, weg, 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 weil ich habe genug von den ganzen anderen Ressourcen. Ich brauche Eisen. Und deswegen wird Eisen mit Jooki verarbeitet. Ich habe es nicht geschafft, das herzustellen, so wie ich wollte, so weit zu kommen. Naja, gut, schade, sorry. Ich habe den anderen ganzen Blödsinn mal gesehen, was ich, wie ich immer so hier rumhaste. Wir sehen uns im nächsten Part dann bei, ich denke, erstmal bei Jooki, Eisenherstellung. Sorry, dass das Video schon wieder eine Stunde geworden ist. Ich glaube zumindest, dass es irgendwas von einer Stunde hat. Oh Mann. Trotzdem gerne Like oder Kommentar. Im nächsten Part geht's weiter. Mal gucken, ob die Aliens mich weiterhin nerven. Wenn die jetzt schon anfangen zu wandern auf meine Fabrik zu, wird es ja ganz langsam lustig.